Servus Monsterhunter-Freunde, heute möchte ich euch zeigen, wie man an die Flugdrachen-Lederhaut rankommt. Braucht man am Anfang fürs Spiel. Einige Leute wissen nicht, wo man sie herbekommt. Ich zeige euch natürlich, wo man sie bekommt und natürlich auch, wie man in Zukunft herausfinden kann, bei welchen Gegnern man welchen Loot bekommt. Ich befinde mich jetzt hier im ersten Gebiet und da fliegen hier überall diese kleinen Drachen rum. Ich kann es auch hier auf der Karte zeigen, auf der rechten Seite. Und die lassen uns dann ja diese Flugdrachen-Lederhaut fallen, um halt teilweise die Rüstungen herzustellen. Wenn man eine Waffe hat, wo man hochspringen kann, ist natürlich einfach. Ansonsten kann man diese Kollegen auch einfach blenden. Dann fliegen sie runter und man kann sie ganz gemütlich ausschalten, looten und dann bekommt man eben diese Flugdrachen-Lederhaut raus. Jetzt kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt. Wie könnt ihr in Zukunft herausfinden, welches Tier was fallen lässt, dass ihr eure Sachen herstellen könnt? Wir gehen auf die Starttaste, dann auf die Jägernotizen und dann auf das Monsterlexikon. Hier können wir jetzt ganz genau sehen, was die einzelnen Monster fallen lassen auf der letzten Seite. Man braucht dazu die Stufe 3. Man muss dann genügend Monsterspuren gesammelt haben, um beim Forscher abgeben, dass hier dieses Buch immer aktualisiert wird. Und dann sieht man es zum Beispiel bei den großen Monster, der Pukai Pukai, gibt zum Beispiel noch einen Giftbeutel her, den man teilweise braucht. Und es sind jetzt hier die großen Monster, drückt man einmal nach rechts mit dem Steuerkreuz, sieht man die kleinen Monster. Und bei den kleinen Monstern bekommt man ebenfalls verschiedenen Loot, den man halt auch braucht, wie zum Beispiel ja, diese Flugdrachenhaut, die ich euch gezeigt habe, wie man sie bekommt. Da steht auch hier dran, Flugdrachenlederhaut Plus, das ist auf schwer, hier auf leicht, Flugdrachenlederhaut. Ja, so funktioniert das Ganze. Ich würde mich über ein Like freuen, dann weiß ich, es hat euch gefallen. Wer mehr sehen will, abonniert einfach meinen Kanal. Ich wünsche euch hier viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg, ciao, haut rein.